Schön, dass du dabei bist und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgehakt. Heute möchte ich mit dir die Fragestellung klären, ist es eigentlich gut, mit Mais als Hakenköder zu angeln? Naja, wenn ich meine kleine Tochter frage, was fressen Karpfen, dann sagt sie mir Mais. Das hat sich so im Laufe der letzten Monate und Jahre so ein bisschen herauskristallisiert, weil sie mich eben auch bei den Vorbereitungen sieht, wie ich zum Beispiel Mais koche. Und ich glaube auch, dass du und alle anderen Karpfenangler natürlich schon mit Mais in Berührung gekommen sind. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es so ist, dass Mais als Hakenköder nicht mehr so angesagt ist vielleicht. Viele füttern zwar Mais, viele kochen Mais, aber als Hakenköder verwenden gar nicht so viele Karpfenangler Mais. Dabei bietet Mais doch einige Vorteile, aber ehrlicherweise auch einige Nachteile. Und das möchte ich mit dir hier gern besprechen. Naja, Mais. Ein großer Vorteil ist natürlich die Verfügbarkeit. Ich kriege den schnell und vor allen Dingen auch günstig im Reifeisenhandel gekauft. Und da empfehle ich immer, Mais im Reifeisenhandel zu kaufen und nie im Angelladen, weil er einfach im Reifeisenhandel viel, viel günstiger ist. Was kostet denn so ein Kilo Mais eigentlich? Im Großgebinde ungefähr 20, 25 Cent. Hängt ein bisschen von der Region und von der Jahreszeit ab. Und auch die Zubereitung von Mais ist ja eigentlich einfach. Wie mache ich das? Ich nehme meinen Mais, packe den in einen Eimer rein, fülle den zu ungefähr ja, 2/3 und dann gebe ich da erstmal kaltes Wasser drauf. Den Mais lasse ich dann 2-3 Tage stehen, damit der schon mal durch das Wasser ein bisschen weich wird. Danach koche ich Mais. Warum ist das Kochen von Mais eigentlich so wichtig? Mais, da muss man einmal wissen, besteht zu einem sehr, sehr großen Anteil aus Kohlenhydraten, aus Polymeren aus langen Kohlenhydratketten und die sind grundsätzlich erstmal relativ schlecht verdaubar. Nicht nur für Karpfen, auch für uns. Wenn wir Mais essen, der ja, ungekocht ist, würden wir den quasi 1:1 so ausscheiden. Wichtig ist natürlich immer die Verdaubarkeit auch zu gewährleisten und deswegen ist es wichtig, den Mais zu kochen. Das Gerücht, dass ungekochter, harter Mais übrigens dafür sorgt oder dazu führt, dass der Magen von Fischen platzt, ist ein Gerücht, das stimmt nicht. Das hängt damit zusammen, dass Fische keinen Magen haben. Trotzdem ist es wichtig, den Mais eben zu kochen. Und in vielen Gewässern ist es außerdem so, dass die Fische Mais kennen, also mit Mais gute Erfahrungen gemacht haben. Viele Angler füttern den nämlich, aber die werden gar nicht so oft mit Mais gefangen. Also auch positive Erfahrungen damit verbinden. Sie können den fressen, ohne halt irgendwann einen Haken in der Schnauze zu haben, um es mal ganz salopp auszudrücken. In Flüssen ist es so, dass ich sogar oft gemerkt habe, gerade in Flüssen, die nicht viel beangelt werden, dass Mais sogar manchmal besser ist wie ein Boilie, den ich verwende. Das hängt damit zusammen, dass die Fische diesen Mais eben eher annehmen und eher fressen und als vielleicht auch Futter wahrnehmen. Warum das so genau ist und was da in dem Kopf vom Karpfen vorgeht, kann ich dir nicht ganz genau sagen. Aber meine Erfahrung und die von vielen anderen versierten Flussanglern ist, dass Mais im Fluss ein unglaublich guter Köder ist, gerade in Flüssen, in denen nicht so viel geangelt wird. Ja, das sind einfach große Vorteile von Mais. Es gibt ein paar Nachteile natürlich auch. Ein Nachteil ist sicherlich, dass die Attraktivität nicht so unglaublich hoch ist, gerade wenn ich frisch gekochten Mais verwende. Da gibt es wenig Inhaltsstoffe, die sich daraus lösen können. Es ist eben so, dass ich einen Boilie, den ich selber herstelle oder einen Pellet, den ich kaufe, dass die eben mehr mit in Anführungsstrichen hochwertigen Inhaltsstoffen, Fetten oder Protein ausgerüstet sind. Mais hat einen geringen Proteingehalt von ja, unter 10%. Mais hat eigentlich keinen nennenswerten Fettgehalt. Trotzdem ist es so, dass diese Kohlenhydrate auch in der warmen Jahreszeit gerade gut verstoffwechselt werden können. Und immer dann, wenn ich auf Plätzen angel, die ich vielleicht auch ein bisschen vorgefüttert habe oder an Gewässern, wo die Fische schon den Mais kennen, klappt es auch instant unglaublich gut. Das ist natürlich wieder der große Vorteil von Mais. Also dieser Nachteil, dass Mais eben ja, nicht so aktiv ist, den kann man fast vernachlässigen, weil es eben super, super viele Vorteile auch gibt. Dosenmais ist ja auch so ein Ding. Dosenmais ist gezuckert und leicht gesalzen. Gerade in der kalten Jahreszeit macht das Sinn, mit Dosenmais zu angeln. Durch den Zuckergehalt gibt es Energie. Auch Salze können im kalten Wasser die Fische sehr, sehr gut gebrauchen, weil sie sowieso nicht viel Nahrung aufnehmen. Damit halt auch der Salzgehalt im Körper über den Winter sinkt. Und Dosenmais nehmen Fische auch im Winter sehr, sehr gerne an. Ich verwende im Winter oft Dosenmais.
Das sind zwar nur kleine Portionen, aber da brauche ich eben auch nicht viel Futter. Und im Sommer ist es dann so, dass ich meinen Mais koche und den teilweise auch in größeren Mengen fütter. Und wenn man dann mal mit dem Aquaskop auf den Platz achtet und auf den Platz guckt, ist es ganz oft so, dass Mais das erste Futter ist, was weggefressen ist. Das liegt auch daran, dass natürlich andere Fische mitfressen. Rassen, Rotaugen, Döbel und Barben zum Beispiel. Je nachdem, ob ich im Stillgewässer oder im Fluss unterwegs bin. Das hat ja natürlich den Nachteil, dass die Fische mir den Platz leer räumen, aber auch einen riesigen Vorteil, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Gerade wenn ich ein paar Tage vorfütter, akkumuliert sich eben kein Futter. Es bleibt kein Futter liegen am Angelplatz, was dann irgendwann halt anfängt zu gammeln, weil eben andere Fische diesen Mais eben auch auffressen. Das ist der erste Vorteil. Der zweite ist, ich habe immer eine Aktivität unten am Futterplatz. Andere Fische sind da, da werden die Karpfen drauf aufmerksam, da bin ich fest von überzeugt. Und kommen natürlich dann auch irgendwann auf den Futterplatz. Dann gibt es noch eine Sache, über die wir sprechen müssen, nämlich die Farbe. Mais ist gelb. Und wenn ich mal eine Umfrage mache, was ist denn eigentlich deine Lieblings-Pop-Up-Farbe bei Boilies, dann ist es eigentlich immer so, dass gelb die Farbe ist, die am besten heraussticht. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass Karpfen einfach gelb gut visualisieren können. Das mag sein, das kann man nicht so ganz genau sagen, weil es da auch zu wenige wissenschaftliche Studien darüber gibt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Fische einfach diesen Mais kennen und daran gewöhnt sind und eben auch gelbes Futter nicht unbedingt mit Gefahr in Verbindung bringen. Tja, weil der Mais oft gefüttert, aber eben nicht oft als Hakenköder eingesetzt wird. Mais kann ich sehr unterschiedlich anbieten. Als klassischen Bodenköder, 2-3 Maiskörner oder auch mal 5-6-7 Maiskörner. Ich kann also meine Größe des Köders steuern und zum Zweiten kann ich mir überlegen, will ich ihn auf dem Boden liegend anbieten oder möchte ich vielleicht auch das Ganze ein bisschen visuell attraktiver gestalten und will, dass der auftreibt als Snowman, dann verwende ich eben Pop-Up-Maiskörner dabei oder einen kleinen Pop-Up, einen Boilie-Pop-Up. Kann also Snowman damit kreieren, ich bin super, super flexibel. Ich habe mit Maiskörnern nicht das Problem, dass mir Weißfische, Krebse, Wollandkrabben die Maiskörner vom Haken stibitzen, wobei Wollandkrabben das tatsächlich manchmal schaffen. Aber im Großen und Ganzen können wir schon sagen, es ist ein solider Köder, der eher nicht vom Haken stibitzt wird. Er löst sich nicht unter Wasser, auch bei hohen Temperaturen. Ich kann Mais also auch ohne weiteres, wenn ich Lust habe, 2 Tage auf dem Spot liegen lassen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Hakenköder habe. Ihr seht, es gibt viele Vorteile von Mais. Ich verstehe oft nicht, warum so wenige Angler Mais einsetzen. Wenn wir ehrlich sind, jeder von uns ist doch angefangen wahrscheinlich beim Karpfenangeln oder beim Angeln generell mit Mais irgendwann mal zu angeln. Wir haben doch wahrscheinlich alle so unsere ersten Erfolge auch mit Mais erzielt. Mein Appell an euch, setzt doch mal wieder mehr Mais ein. Es ist wirklich ein guter Hakenköder und eben nicht nur Futter. Ich mache es regelmäßig, fange damit regelmäßig gute Fische, vor allen Dingen im Fluss, vor allen Dingen in Gewässern, wo die Fische Mais kennen. Ich habe die Vorteile schätzen gelernt. Und außerdem mag ich den attraktiven Preis. Wie sieht es bei dir aus? Bist du Maisangler oder kommt bei dir Mais nie an den Haken? Schreib's doch in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Wissen und wünsche dir viel Spaß bei einer neuen Folge von Abgehakt.